Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Kiko Cosmetics Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Kiko Cosmetics Adventskalender ist ein hauptsächlich hoffentlich dekorative Kosmetik-Adventskalender, kostet 44,99 dieses Jahr und ich hoffe, dass er dieses Jahr etwas besser ist als letztes Jahr, denn da hatten wir unfassbar viele Füllprodukte drin. Ja, er schaut so aus, ist relativ klein, aber ne, ist ja auch dekorative Kosmetik drin, denn es ist safe ein bisschen kleiner. Ne? Man kann wohl diese Husse aufmachen. Und das sieht doch mal richtig nice aus, oder? Aber auf den zweiten Blick sieht man direkt, so wie auch beim letzten Jahr, es ist alles sehr locker hier drin. Aber wir kriegen das schon. Wir starten mit der Nummer 1 und ich habe gerade gesehen, dass man am besten nicht direkt die Boxen wieder zurückpackt, denn dahinter versteckt sich die zweite Ebene. Okay. Wir haben hier in der Nummer 1 ein Glow Fusion Highlighting Drops Pipettenviech drin. Voll cool. 10 ml in der Farbe 02 Sweet 02. Nun zwei Sweet Dreams, das ist dieses hier und das ist ein Flüssig-Highlighter. Der sieht jetzt ein bisschen dunkel aus, meiner Meinung nach. Ich glaube, der ist für mich dann auch ein Stückchen zu dunkel, weil ich brauche das wirklich dann in der Nummer 01 oder so, weil ansonsten habe ich hier so Balken und dann sieht man das so, ne? Danach kommt die Nummer 2. Hier haben wir drin etwas für meinen Monolidschatten-Adventskalender, den ich immer noch nicht fertig gepackt habe. Asche auf mein Haupt. Smart Color Eyeshadow 1,8 Gramm. Das ist ein Monolidschatten und das ist die Farbe 05. Diese Smart-Reihe ist ja die Standard-Reihe von Kiko. Okay, das ist eigentlich ein schöner Ton. Das ist ein ganz dunkles, aschiges Aubergine-Braun, weiß ich nicht, angebrannte Aubergine. So sieht das ein bisschen aus, würde ich sagen, ne? Ja. Die Nummer 3 ist schön lang und ich glaube, hier ist ein Augenstift oder ein Lip Liner oder ein Pinsel drin. Wow, guck mal. Das nenne ich mal Platz ausgenutzt. Finde ich klasse. Smart Brush 202. Das ist ein Pinsel. Schön, ja. Und das ist so ein Lidschattenauftragepinsel. Damit kann man super eine Cut Crease ziehen. Damit kann man super Pigment auf das Augenlid bringen. Sieht sehr, sehr gut aus. Die Nummer 4 hat die Form und die Schwernis, das Gewicht von einem Lippi. Aber es ist ein Nagellack drin und was eine coole Farbe. Power Pro, das ist ein goldener Nagellack, finde ich schön. Farbbezeichnung 005 vielleicht, man weiß es nicht. Aber ja, Rot, Gold, das sind super Töne für Weihnachten und die Weihnachtszeit. Und das ist ja auch ein rot-goldener Adventskalender, macht Sinn. Finde ich klasse. Jetzt wird das gerade ein bisschen tricky, denn der Adventskalender würde jetzt in sich zusammenfallen. Deswegen habe ich mal hinten im Hintergrund etwas umdisponiert. Und wir schauen mal die Nummer 5 an. Und die ist hier, der Tag vor Nikolaus. Hier haben wir einen, klassisch, ne? Lip Liner mit drin, Smart Fusion Lip Pencil und wir haben die Farbe, hat keine Farbe, ist einfach ein roter. Ja, 507, da steht's doch, Mensch Claudinchen, Augen aufmachen. Ich habe schon rote Lip Liner zuhauf, deswegen mache ich den jetzt auch nicht auf und werde den dann demnächst mal weitergeben. Nikolaus, die Nummer 6. In der Farbnummer 407 haben wir ein Smart Lipstick, Smart Fusion. Das dürfte dann jetzt auch wahrscheinlich zum Lip Liner eine passende Farbe sein. Wir haben bei den Kiko Lippenstiften hier oben das Matte und unten das Glänzende. Nee, aber das ist eher ein nudiger Ton. Ein richtig schönes Rosenholztönchen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Die Nummer 7. Ich mag auch dieses Design, ne? Dieses Rot-Gold. Und dann hast du da teilweise so diese Ornamente drauf. Richtig schön. Smart Color Eye Pencil in der Farbnummer 05. Das ist eher so ein bräunlicher Ton. Also so schaut es aus. Das ist so ein anspitzbarer Stift, ganz einfach. Und hier haben wir die Farbe. Ja, natürlich kann man das jetzt nicht so gut erkennen. Das tut mir auch sehr leid. Aber wenn ich weiß, dass ich die Produkte weitergebe, mache ich die halt nicht auf, gerade wenn die verschweißt sind. Ne? Wir haben hier einfach einen schönen Kajalstift. Ich verwende einfach nicht so gerne Kajalstifte. Und das ist so ein sehr aschiges Braun, was sehr cool sein kann. Auch wenn man das so als Alltags-Eyeliner zum Beispiel verwendet. Ne? Oder um die Wasserlinie einfach ein bisschen zu verdunkeln. Deswegen ist an und für sich ein cooles Produkt. Wow, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und die ist echt schön groß, länglich. Da ist wahrscheinlich auch wieder ein Pinsel drin. Das ist der Eyeliner Brush 203. Schön, also kriegen wir hier wirklich, also
ehrlich, ne? Da kriegen wir hier ein schönes Pinselset anstelle von diesen ganzen öden Füllprodukten vom letzten Jahr. Finde ich klasse. Das ist auch so ein schöner Aprikoton und so ein klassischer Eyeliner-Pinsel. Die Nummer 9. Hoffentlich werden wir uns drüber freuen. Hoffentlich keine Nagelsticker oder so. Oh mein Gott, weil die ist so schön verheißungsvoll groß. Und guckt euch mal dieses extrem schöne Muster an, was da auf der Verpackung drauf ist. Das ist eher subtil, ne? Aber wenn das so im Licht ist, dann wirkt das richtig. Oh. A Holiday Fable False Lashes. Ja, wir haben hier Wimpern drin. Ich trage keine False Lashes. Bin ich kein Fan von. Ja, werde ich nicht behalten, ne? Ja, hätte ich lieber eine Mascara drin gehabt. Wow, die Nummer 10 sieht auch echt schön aus mit diesen hier oben Eckviechern, ne? Richtig hübsch. Hier haben wir Pure Clean Wipes, Waterproof Make-up Remover Wipes. Die werde ich behalten, da sind 10 Stück drin. Die verwende ich aber nicht, um mein Make-up runterzunehmen, sondern um zum Beispiel Swatches zu entfernen. Das ist immer eine ganz wichtige Geschichte hier an diesem Tisch tatsächlich. Ich hantiere auch gerne mit Allzweckreinigungstüchern, was aber nicht unbedingt gut ist, wenn ich zum Beispiel hier, habe ich heute gehabt, ne, da habe ich einen Eyeliner verkackt und dann, ja, was machst du denn dann? Sitze ich hier am Tisch und willst halt irgendwie und dann habe ich mir ein Allzweckentfernertuch genommen. Ist nicht so geil, wenn man sensible Haut hat. Da habe ich dann lieber sowas da und ja, ne, dann kann ich das dann kurz korrigieren und dann, wenn ich mit meinem Schminken fertig bin, einmal damit über den Tisch wischen und fertig ist die Laube. Die Nummer 11 versteckt sich unten in der Ecke, aber sie muss sich nicht verstecken, denn da ist ein schönes Blush drin, genau. Ja, 6 Gramm haben wir hier von einem Blush und die Blushes von Kiko sind schon geil, in der Farbe 05. Das ist ein hübscher Herbstton, glaube ich, ne? Ja. Schöner peachy Korall, oh Gott, verschiedene Rottöne zu beschreiben, ist nicht so ganz meine Welt, aber ich meine, den hatte ich auch schon mal. Die Nummer 12 ist die Halbzeit und die ist auch so schön gold eingerahmt, mag ich gerne schon mal. Schöner Nagellack, hier haben wir auch so ein klassisches Rot drin, Power Pro Nail Lacker, auch 11 ml drin und das dürfte dann die Farbe 010 sein, wenn das richtig hier hinten drauf steht. So ein roter Nagellack und ein goldener Nagellack, das ist perfekt, ne? Also machst du dir halt rote Nägel und dann zum Beispiel auf einem Finger, auf dem Ringfinger oder so, kannst du dir dann einen goldenen machen. Ach, mega geil, ne? Schön. So, und dann sind wir schon bei der Nummer 13. Die haben wir hier und die ist ein bisschen dicker. Die erstreckt sich nämlich über beide Ebenen. Oh, geil, ja. Hier haben wir ein Schwämmchen drin und oh mein Gott, fühlt sich das gut an. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Nicht nur, weil das extrem schön aussieht mit dieser marmorierten Optik, sondern weil das halt auch echt, ne? Das ist schön weich. Ich mag das. Also das finde ich klasse und das ist hübsch. Bleibt aber nicht stehen. Hallo? Doch. So sieht dann die zweite Ebene jetzt aus, weil ich kann es euch ja nicht hinstellen, weil dann haben wir teilweise hier Schwebeviecher. Das ist ein bisschen schwer. Ich mache dann mal weiter mit der Nummer 14 und die haben wir hier. Ja, hier haben wir auch wieder einen Monolidschatten. Das ist jetzt die Farbe 12 und das scheint so ein Schimmer zu sein. Den hole ich jetzt erstmal raus. Das sind auch 1,8 Gramm. Ja, genau. Und der sieht so aus. Das ist richtig hübsch, muss ich wirklich sagen. Das ist ein schöner Ton, den man halt auch für das komplette bewegliche Lid verwenden kann. Und ja, doch, ein schöner Mono. Die Nummer 15. Hm? Ah, guck mal. Also das ist quasi ein Füllprodukt, aber irgendwie auch nicht. Denn es ist eine Pinzette und Pinzetten finde ich cooler als Füllprodukt. Das bin ich ehrlich. Auch wenn das dieses Jahr ähnlich häufig wie im letzten Jahr mit Scrunchies ist. Ne? Wir haben ja in fast jedem Adventskalender, wo dekorative Kosmetik drin ist, noch eine Pinzette mit dabei. Aber Pinzetten sind sinnvoll. Also wenn ich drüber nachdenke, ich habe hier eine Pinzette liegen, Sammy hat seine eigene Pinzette, ich habe eine Pinzette bei mir am Bett, ich habe eine Pinzette im Badezimmer. Dann habe ich eine Pinzette bei uns im Wohnzimmer, quasi hinter dem, also in dem Schrank, der sich hinter mir befindet, wenn ich quasi Videos schneide. Einfach, falls man mal was hat, was man irgendwie haben muss. Pinzetten sind toll. Ich habe nämlich nie lange Fingernägel und dann brauche ich Pinzetten. Mein Freund hat Pinzetten, weil er zum Beispiel, wenn er seine Lego-Modelle baut oder ne, und dann Aufkleber hat und die drauf machen muss, hat er auch seine eigenen Pinzetten. Also jeder hat hier irgendwie so überall im Haus verteilt verschiedene Pinzetten und ich glaube, der hat sogar auch eine bei sich in der Werkstatt. Eine im Keller habe ich auch noch. Also von daher, wir haben hier so viele und die gehen tatsächlich auch ständig verloren. Ich freue mich darüber. Ich finde es cool. Die Nummer 16. Das dürfte wieder ein Pinsel sein, weil das so lang ist, ne? Nee, ist es nicht. Es ist ein Kohlkajal, aber in so einem O, Anthrazit ist das, okay. Die Farbnummer 16, ja, einfach ein Kajalstift. Also ich bin
muss ich ehrlich sagen, kein Fan von Kajalstiften. Und dass wir hier schon zwei drin haben, ist für mich persönlich natürlich ein bisschen blöd, ne? Aber an und für sich gibt es sicherlich Leute, die sich darüber freuen, ja. Oh ja, die Nummer 17 hat auch wieder so ein schönes Ornament drauf, ist aber so leicht. Okay, ja, das ist quasi ein Füllprodukt, aber irgendwie auch nicht Hairpins, also quasi, ja, so Wegsteckviecher läuft. Wegstecknadeln für die Haare. Das kann man sich machen, wenn man hier so eine Strähne zur Seite stecken möchte, ne? Dann kann man sich so zwei nebeneinander machen. Ich glaube, das könnte ganz hübsch sein. Doch. Also da beschwere ich mich jetzt auch nicht drüber. Nö, das passt auch zum Schminken, weil wenn ich mich schminke, habe ich zum Beispiel einen Haarreifen, um mir die Haare aus dem Gesicht zu nehmen. Andere verwenden wahrscheinlich Haarspangen oder Haarklammern, sowas, ne? Deswegen, ne, ist okay. Oh, wir begeben uns schon in die Weihnachtswoche, Leute. Ich habe jetzt hier die Nummer 18. Hier haben wir auch wieder einen Stift drin und zwar ist das ein Lip Pencil in der Farbe 504 und das ist so ein bräunlicher Ton, ein nudiges, bräunliches Tönchen. Ja, so kann man das sagen. Den mag ich ganz gerne leiden. Das ist halt wirklich einer, den kannst du zu so vielen Lippenstiften tragen und doch, den kann ich mir auch gut vorstellen, einfach generell. Ich verwende nicht so häufig Lip Liner. Ich habe halt einen Invisible Lip Liner hier von Miss Lynn. Den verwende ich halt ständig, ne? Weil den kannst du im Prinzip mit jedem anderen Lippenstift zusammen verwenden. Und deswegen, ja, aber an und für sich ein cooles Ding. Die Nummer 19, ich glaube, die ist leer. So schön wie sie ist, so groß wie sie ist. Ei, okay. Ja, man freut sich und hat hier einen Pad drin. Nein, solche Pads sind gut. Ich verwende solche Pads auch. Das sind diese wiederverwendbaren Abschminkpads oder du kannst sie auch nehmen, um einfach zu korrigieren oder um Toner aufzutragen oder so, ne? Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen wenig und ein bisschen sehr basic, aber ein bisschen für Produkte dürfen sie reinhauen. Okay, okay. Aber dann wäre es schöner gewesen, wenn sie zwei davon reingemacht hätten, oder? Naja, jetzt habe ich hier die Nummer 20. Und hier erwartet uns ein schöner Lippi. Oh, mir gefällt jetzt schon die Verpackung. Powder Power Mini Lipstick und das ist die Farbnummer 02. Ich weiß nicht, hier steht jetzt nicht mal, wie viel Gramm da drin enthalten sind. Aber ich finde die Verpackung schon mal richtig, richtig schön. Also das ist ansprechend. Und wenn wir jetzt so nach der Logik vorgehen, dann haben wir hier vielleicht die gleiche Farbe wie... Nö. Okay, nö. Nicht die gleiche Farbe wie bei dem Lip Liner. Nö. Vielleicht wie beim ersten Lip Liner. Ja, die passen wohl zusammen. Das ist gut. Rosetto Rouge. Mir steht jetzt nicht bei, ob das ein matter ist. Der ist zwar matt von der Oberfläche her und ich mag eigentlich keine matten Lippenstifte, aber ich finde den sehr, sehr ansprechend. Deswegen swatche ich den jetzt einfach mal. Oh, was ein schöner Ton. Das ist so ein bisschen... Oh, das mag ich. Der macht dann auch strahlend weiße Zähne, ne? Weil der halt auch dieses Kühle mit dabei hat. Ne, den mag ich. Den mag ich gerne. Die Nummer 21. Jetzt hauen sie raus. Jetzt hauen sie raus. Ein Füllprodukt nach dem nächsten. Das ist total blöd verteilt, muss ich jetzt schon tatsächlich sagen. Hier ist so ein Minispiegel drin. Und der hat so eine Halterung oder so eine, ne, das kann, also jetzt mal ohne Witz, ich weiß nicht, ob die heutigen Handys das auch haben, aber damals hatte man, als ich noch mein erstes, zweites Handy oder so hatte, ganz jung war ich da, da konnte man oben in so eine Öse was reinmachen, dass man da quasi so einen Handyanhänger hatte oder so. Und so ähnlich ist das hier. Aber ich glaube, dass die heutigen Handys das nicht mehr haben. Hat mein Handy sowas? Nee. Das hat er doch nicht, oder? Glaub nicht. Ich wüsste nicht, wo. Keine Ahnung. Dann verstehe ich dieses Teil einfach nicht. Aber es ist halt ein kleiner Spiegel, ja. Ne? Oh, die Nummer 22 ist schön schwer. Hier haben wir noch einen Blush drin. Siehst du wohl. Smart Color Blush in der Farbe 06. Das ist dieser hier. Das ist ein etwas kühlerer Ton. Das war, also eben hatten wir so einen Korallton und jetzt haben wir einen etwas herbstlicheren Ton. Ja, und der ist auch ein bisschen heller tatsächlich. Also das ist eher so was Natürliches, Herbstliches. Ich wiederhole mich, es tut mir leid. Aber, ne, so ein Tönchen halt. Boah, ich habe gerade einen riesen Teller Nudeln gegessen, Leute, ne? Und ich bin so voll gefuttert gerade. Also falls ich hier ein bisschen schwer atme, ich habe einen Suppenkoma. So, die Nummer 23. Hier haben wir doch bestimmt noch zum Ende hin irgendwie einen Pinsel oder sowas mit dabei. Gucken wir mal. Nee, wow. Standout Volume Mascara. Hier haben wir tatsächlich eine Mascara von Kiko drin. Das finde ich schön. Ne? Am Tag vor Heiligabend dann jetzt nochmal so ein bisschen was für die Augen. Und vielleicht in der 24. Weiß ich nicht, eine kleine Lidschatten. Nee, das ist noch auch noch länglich. Okay, müssen wir mal gucken. Oh, schön. Oh, schön. Sehr, sehr cooles Packaging. Mag ich. Das ist wirklich etwas alternativer, ne? Oh,
Okay, wir haben hier oben, theoretisch hätten wir ein rotes Bürstchen, man sieht es, weil da nicht komplett Farbe dran ist. Wir haben ein Faserbürstchen, was so ellipsenförmig ist, aber irgendwie auch ganz interessant gedreht. Muss ausprobiert werden, sieht ein bisschen gefährlich aus, sehr stachelig, ne? Cool. Okay, zu 24 kriegen wir also safe keine Lidschattenpalette. Dann bin ich aber sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt, wenn wir jetzt ja schon eine Mascara haben. Ich weiß nicht, vielleicht so ein Lipgloss oder sowas, weil das ist ja auch so lang, ne? So groß. Das ist bis fast oben hindurch. Ja, siehst du wohl. Hier haben wir ein A Holiday Fable Eternal Matte Lip Mousse. Das ist gar nichts für mich, weil ich ja keine matten Lippenprodukte mag. Die Farbe 05 dürfte auch eine Full Size sein und das ist halt so ein richtiges Weihnachtsrot. Passt auf jeden Fall. Sodele, 44,99 haben diese wundervollen Produkte also in Summe gekostet. Ich persönlich würde jetzt einfach mal als Fazit mitgeben von meiner Seite aus. Für die 44,99, die ich für den Adventskalender ausgegeben habe, hätte ich mir dann doch lieber die Produkte gekauft, auf die ich wirklich in dem Moment Bock gehabt hätte. Natürlich hätte ich dann keine 24 Produkte gehabt und jeden Tag im Advent theoretisch dann ja ein Kläppchen öffnen können. Trotzdem, mich haut da jetzt echt nicht so von der Socken. Bin ich ehrlich, ne? Also da gibt es definitiv Adventskalender im ähnlichen Preissegment, die mich mehr interessieren würden, wie zum Beispiel von Flaconi, der 24 Gifts for You oder so, ne? Den finde ich irgendwie abwechslungsreicher, weil man da halt auch noch so einen Mix aus Pflege und dekorativer Kosmetik drin hat. Der ist hübsch, keine Frage, aber die Produkte, die hier drin sind, sind schon sehr, sehr basic. Ne? Ja, und das war's jetzt hier von mir und dem Kiko Adventskalender. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!